Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Ich bin heute mit euch hier in der FTZ in Burgdorf. Genau. Und wir sind hier natürlich in der FTZ. Hier gibt es die AGT-Strecke. Um das Thema geht es heute. Wir werden gleich mal ein paar AGTs hier durch diese Strecke begleiten, damit ihr mal seht, was einen erwartet, wenn man in der Feuerwehr ist und dass das wirklich Hochleistungssport ist, was sie hier teilweise treiben. Okay. Die ich jetzt dazu hole, die kennt ihr schon ein bisschen. Und zwar verrate ich es noch nicht. Ich hole sie erstmal dazu. Okay? Fangen wir mal an. Den kennt er wahrscheinlich schon, aber es geht noch weiter. Er ist ja heute nicht alleine. So, das Beste natürlich wie immer zuletzt. Ihr wisst, was ihr heute hier vorhabt. Habt euch das gut überlegt. Das ist die Freude eines jeden Anschutzgeräteträgers dieser Tag. Und warum das so ist, werdet ihr gleich sehen. Stefan, also du bist hier heute so ein bisschen mit. Hast du das heute organisiert hier für die Jungs? Oder? Organisiert ist das normal über die Stadt Langenhagen. Wir müssen ja einmal im Jahr als Leistungsnachweis hin. Zweimal im Jahr eine Strecke, wenn du keine Einsätze und keine Übung machst. Oder einmal den Leistungsnachweis pro Jahr und ihr habt so viele Einsätze und Übungen. Ne? Also mindestens einmal in die Strecke müsst ihr alle. Und G26.3 alle 3 Jahre? Alle drei Jahre. Genau. Alle 3 Jahre, also G26.3 alle 3 Jahre und über 50 oder ab 50. Lebensjahr jedes Jahr. Ne? Genau. So. Nur, dass das kurz ist. Würde ich sagen, dann gehen wir mal kurz rein. Gucken wir mal an, was ihr da gleich vorhabt. Ne? Ja. So. Wir sind jetzt in der Muckibude, sage ich mal. Ne? Hier gibt es mehrere Stationen, wo man was leisten muss. Wenn man oben ist in der Endlosleiter, die heißt endlos, weil natürlich es kein Ende hat, dann läuft sie los, wenn man oben ist. Es gibt eine Sicherheitsvorkehrung, das ist hier unten eine Lichtschranke. Dass wenn er zu niedrig kommt, das Band, die Endlosleiter sofort aufhört. Ne? So. Dann haben wir noch den Hammer. Er muss hier ziehen, wird mitgezählt. Power ohne Ende. Mal so, ein bisschen rum. Vorsicht. Du Tier. Ja. Also, die machen das richtig gerne. Ich nicht. So, jetzt sind wir hier sozusagen in der Überwachungszentrale, nenne ich es mal. Hier sitzt der Uwe. Hallo. Uwe, hier, Mensch, was ist denn das hier? Ich schäme mich ein bisschen. Ich mach mal so, hallo Uwe. Also überwacht das hier heute. Also erstmal schönen Dank, dass wir heute vorbeikommen durften. Wer gesagt, kein Problem. Wen es interessiert, und ihr müsst ja auch wissen, was euch erwartet, wenn er zur Feuerwehr kommt, ist das schön zu sehen. Also erstmal, was mir aufgefallen ist, höchst professionell, wie ihr das hier macht. Der ganze Ablauf vorher, das habt ihr vielleicht nicht so mitbekommen, super dokumentiert. Also da ist schon sehr beruhigend, sehr schön. Uwe, ich weiß, du bist voll konzentriert und hast natürlich eine Verantwortung hier. Genau, wir sind jetzt hier nämlich gerade in dem Wärmebereich. Die Kameraden kriechen dort gerade in der Heißzone durch. Wir haben hier eine Temperatur von ca. 140 bis 180 Grad. Ich mache mal einen Schwenk jetzt nach oben mit der Wärmebildkamera. Man kann es sehr gut dort oben erkennen. Ach, du hast es nicht. Da, hier. Seht ihr da oben, die Temperatur geht jetzt mittlerweile hoch. Ne? Wir sind jetzt hier im Kernbereich bei 135, 140 Grad.
Auch das müssen die Kameraden abkönnen. Unsere Kameraden müssen hier 80 Kilojoule erbringen. Das bedeutet also eine enorme Belastung für den Körper. Sie haben Nomex-Kleidung an, der Hitzestau ist vorprogrammiert. Aber genau den Nachweis möchten wir hier haben, dass Sie mit der Luft, die Sie zur Verfügung haben, 1660 Liter, Ihre 80 Kilojoule erbringen. Und in der Regel schaffen Sie das hier auch. Also du sagst 80 Kilojoule, das ist jetzt für mich nicht so richtig greifbar. Was heißt das jetzt? Was müssen die machen insgesamt? 80 Kilojoule, das errechnet sich einmal aus dem Kriechgang heraus. Ja. Und Sie müssen zweimal die Endlosleiter steigen. Zweimal A 15 Meter. Ja. Dann müssen Sie einmal auf dem Laufband, das hat knapp 10% Steigung, eine Minute laufen. Das sind große, raumgreifende Schritte. Und 15 Mal den Schlaghammer ziehen. Der Schlaghammer hat 15 Kilo Gewicht und eine Minute auf dem Fahrgartergometer. Dann haben wir 80 Kilojoule erreicht. Also das hört sich vielleicht, 80 Kilojoule kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Also man merkt ja jedes Kilo zu viel, wenn man da in der Strecke ist. Ja, ich merke das. Und das ist also echt eine enorme Anstrengung. Das ist ja auch so, ich weiß auch, so Strecken, habt ihr so Defibrillator, so für Notfälle seid ihr auch vorbereitet, ne? Ja, also wir sind bestens vorbereitet. Wir haben hier draußen im Bereich, wo wir die Kameraden sich umziehen, einen Defibrillator. Ich will nur euch immer klar machen, dass das hier schon ein ziemlicher Hochleistungsbereich ist. Genau. Das kann schon mal passieren, dass hier jemand mal umkippt, ne? Ob der nun Defibrillator braucht oder nicht, aber es kann schon mal an die Grenze gehen, ne? Besser ist es, dass man so etwas hat. Wir haben ja auch regelmäßig die Ausbilder hier eine Schulung, die wird einmal im Jahr immer wiederholt, damit wir hier auf dem neuesten Stand bleiben, mit Erste Hilfe, allem drum und dran. Und so zum Vergleich, die Feuerwehrkameraden, die es noch nicht wissen, so, wir sprechen ungefähr, sind das 35 Kilo Ausrüstungsgegenstände hier mit sich tragen. Es gibt ja eine Normbelastung, was ein Atemschutzgerät wiegt, und dazu dann noch die eigene persönliche Schutzkleidung, sodass man roundabout 35 Kilo zusätzlich zu seinem eigenen Körpergewicht hier durchwuppen muss. Ja. Dann weiß jeder, was er hier zu tragen hat. Ne? Genau. Also sozusagen mal die kleine Schwester auf der Schulter, ganz die durchtragen. Richtig. So. Richtig. Was hast du denn für Bildschirm? Also du hast gesehen, das ist die Strecke, das ist sozusagen mit Wärmebildkamera, ne? Genau. Wir suchen jetzt gerade mal die Kameraden, wo sie gerade sind. Jetzt haben wir uns, da hinten haben wir sie. Ne? Alles, was relativ hell ist, das bedeutet Wärme. Man kann also die Wärmestrahlung von den einzelnen Körpern ganz gut erkennen. Das, was dunkelschwarz gekennzeichnet ist, das ist eben halt das Atemschutzgerät. Die komprimierte Luft dort drinne ist eben halt recht kühl und dadurch wird das alles in schwarz gekennzeichnet. Wow, okay. Ne? Und das sind die Raumüberwachungskameras? Das, genau. Das ist ja richtig. Rechts sehen wir dann die Raumkameras. Da sind teilweise eben halt auch Kameras, die wir nicht einsehen können, weil wir dort im Bereich des Kriechganges null Sicht im Augenblick haben. Deswegen hier diese Kameras 3 und 5 zum Beispiel komplett geil. Ah, sieht man hier, ne? Genau. Ne? Die beiden Kameras. Und die sieht man super, natürlich. Toll. Ne? Und da haben wir nochmal den Blick auf die Kamera. Genau. Ah, okay, das Bild, was ihr hier groß habt, ist hier. Okay. Genau. Und ich sehe gerade, hier ist deine Dokumentationssoftware. Richtig, richtig. Da können wir gerade sehen, da sind die drei Kameraden, sind im Bereich des Streckendurchgangs, sind circa 4 Minuten jetzt in der Strecke. Das ist ungefähr Halbzeit. Okay. Ja, und auf der rechten Seite habe ich dann eben halt die Überwachung für die beiden Kriechgänge. Wir haben einmal hier oben und unten einen Kriechgang. Im Augenblick im Hitzebereich 170 Grad Celsius. Also das ist dann doch schon relativ warm. Also eigentlich wollte ich ja da gleich mal mit reingehen. Kriege aber einen heißen Kopf. Komisch. Ja, müssen wir eben halt etwas in gebückter Haltung mit, und dann funktioniert das auch. Also Uwe, aber du machst das jetzt auch ehrenamtlich, oder? Ja, also das ist alles ehrenamtlich hier. Wir Atemschutzausbilder, wir sind hier 8 Atemschutzausbilder. Wir machen hier diese Streckendurchgänge, circa 6 bis 10 Durchgänge macht hier jeder Streckenausbilder. Ui. Und was dazu kommt, wir bilden hier in Burgdorf 4 Atemschutzlehrgänge aus. Das heißt, 20 Kameradinnen und Kameraden machen hier ihre Ausbildung. Mal 4. Okay. Und dazu kommt dann nochmal 16 Kameraden, die in den Monaten Mai ihr Atemschutz-Notfallseminar hier durchführen. Ach, macht ihr auch. Super. Das machen wir hier auch. Das ist dann spannend. Wenn die Kameraden mit mehr Erfahrung dann wiederkommen, wie verhalten sie sich bei einem Notfall, der ihnen selber passiert, oder sie sind der sogenannte Sicherungstrupp.
der dann hinterhergeht, um die Kameraden dann zu retten, wenn ein Notfall eingetreten ist. Also für die AGTs, die sagen auch schon wieder Strecke, ne? Das will ich nochmal kurz darauf hinweisen, die sind auch hier, ne? Die haben, ja. Und du jammerst auch nicht. Ja, wir müssen da auch durch, auch ja. Ich muss hier durch die Strecke durch, dann natürlich immer nur, wenn hier jemand anders sitzt, denn die Sicherheit geht vor, die Kameraden müssen beobachtet werden und ich gehe dann meistens bei einer anderen Kommune mit. Heute ist das hier die Kommune Langenhagen. Langenhagen haben wir ja hier heute die Ortsfeuerwehr Langenhagen von der Kernstadt. Wir haben die Feuerwehr Gutzhorn, die Feuerwehr Krenwinkel und die Ortsfeuerwehr Kaltenweide. Meine eigene Feuerwehr kommt nachher hier auch noch. Das sind heute die vier Feuerwehren, die hier heute ihren Leistungsnachweis bringen. Aber was ich eben schon gesehen habe, aber alle top finden, die sind ja alle richtig so, heiß auf der Strecke. So soll es sein. Ja, super, echt. Also das ist schon mal sehr beruhigend. Wie gesagt, und du hast natürlich eine große Verantwortung. Ich sehe ihn nebenbei, guckt er immer und ist mit der Maus immer am Steuern und so. Er hat natürlich Verantwortung, ne? Aber finde ich also toll. Sicherheit super. Geht vor. Ne? Super, alles klar. Dann würde ich mal vorsichtig versuchen, mir jetzt einen heißen Kopf zu holen. Ja, kannst gerne damit reingehen. Wir versuchen es mal. Wir gucken mal, wie es aussieht. Wenn das relativ dicht unten bleibst im Bereich der Eingangstür, sollte es noch möglich sein, da mal kurz reinzugucken. Okay. Falls ihr mich nicht mehr danach sehen solltet, es war schön mit euch. Abonniert weiter den Channel. So, okay, Uwe, ich gehe mal reingucken. Danke natürlich. Dir erstmal. Ne? Bis gerne. So. Also normalerweise ist hier dunkel drin, ne? Genau. Bisschen Geräusche, warte, Nebengeräusche. Also mit Nebengeräuschen, wie man ja hört. Dunkel Nebel. Wir gehen hier rein. Durch diverse Hindernisse, Klapptore, verschiebbare Türen, dass wir uns immer im Trupp dann absprechen müssen. Klappe hoch, Klappe runter, Hindernis hoch, runter gehen, wenn man das eben verfolgt. Und hier gibt es die sogenannte Röhre noch, wo wir durch müssen. Ah, da musst du PA-Gerät abnehmen und voll wegschieben. Für diejenigen, die deine Körperstatur haben, die müssen abnehmen. Wir müssen es nicht. Und wer geschickt ist, es gibt hier dieses Spielzeug, nennt sich Bandschlinge. Ja. Den ersten nimmt man, schiebt man durch, im Notfall mit dem Fuß nochmal nach. Der kommt dann bis vorne ran, kann sich durchziehen. Schmeißt die Bandschlinge nach hinten, der nächste rein, kann greifen und man zieht ihn durch. Ach, das erlaubt? Trick, das erlaubt? Ja, das ist ja Einsatzmaterial. Die schummeln, so kann ich das auch. Ja, und hier gibt es dann halt noch diese Wärmegewöhnungsanlage, wo man danach durchgeht. Einmal hoch, hier oben sind die Wärmestrahler, wieder runter und wieder raus. Das war's eigentlich schon. Mehr gibt's nicht. Also ist schon eine kleine Spielwiese, ne? Oder? Ja. Die Ausruhstrecke nach dem Arbeitsraum. Also richtig angestrengt hast du dich nicht, ne? Nein. Wer es kann, der kann. Weißt du, nächstes Mal kommst du mit. Okay, nächstes Mal komme ich mit. Versprochen. Das kleine Ding Berger. Was für ein Trupp? ANT, Schutz, Notfalltrupp. Das, was wir auch machen. Werden wir ja nochmal Film drehen, wie wir ein paar Mal schon drüber gesprochen haben. Das ist dann zum Beispiel ein Dummy, den man dann rausholen muss. Genau. Muss nicht nur ANT, kann natürlich auch so eine verletzte Person mal darstellen. Ja, schön. Genau, super. Okay, danke erstmal. Bitte. Und ihr seid jetzt fertig? Wir sind fertig. So, für die Duschaufnahmen 50 Euro extra. Es wird auch alles dokumentiert natürlich. Man sieht hier diese Heftchen. Genau, wir haben hier unsere Hefte und hier wird das eben halt auch dokumentiert. Heute am 26.02. in der Feuerwehrtechnischen Zentrale hier in Burgdorf hat der Kamerad eben halt seinen Streckendienst bestanden und das bestätige ich eben halt hier auch. Und damit hat er wieder ein Jahr Ruhe vor uns. Aber Uwe, ganz kurz, vielleicht mal für die zuschauen. Du bist ja ein bisschen aktiver, weil dich kenne ich ja von der Truppmann-Ausbildung, glaube ich. Da bist du auch aktiv, ne? Ausbilder? Richtig, richtig. Ich bin seit über 10 Jahren auch in der Truppmann-Ausbildung tätig, in Langenhagen, in der Truppmann 1, wie auch in der Truppmann 2-Ausbildung. Zusätzlich eben halt hier und im Augenblick mein Kerngeschäft eigentlich der Ortsbahnmeister der Ortsfeuerwehr Kaltenweide. Gucke. Ortsbahnmeister ist auch noch. Also du sagst mal so feuerwehrmäßig, schaffst du ein bisschen was weg.
Ja, die Schwierigkeit ist natürlich auch immer, wenn man angesprochen wird, Nein zu sagen. Und dann sagt man doch, ja, natürlich kann ich mir vorstellen, aber das funktioniert, um ehrlich zu sein, auch nur, wenn man eine funktionsfähige Familie zu Hause hat. Weil das ist auch entscheidend, dass die Frau... Oh, das ist schön, was du sagst, das stimmt. Aber was du gesagt hast, genau ist der Punkt, ne? Wenn die Frau nicht dahinter stehen würde, deshalb an der Stelle, jetzt geben wir mal alle Daumen, mal nur für die Lebensgefährten, genau. Ne? Dass die das unterstützen, weil die zwar aktiv sind, würden das nicht machen können, ich genauso nicht, wenn das nicht zu Hause abgestimmt wäre und unterstützt wäre. Ne? Also dafür für euch... Super, ganz lieben Gruß. Hast du einen Tipp an Leute, die AGT werden wollen, die vielleicht bei der Feuerwehr sind und wissen nicht, ob ich das schaffe? Kann man sich darauf vorbereiten, kommt auf die Frage. Ja, natürlich kann man sich darauf vorbereiten. Also wir bieten das auch teilweise an, dass die Kameraden hier mal mitkommen, sich das hier erstmal anschauen, mal gucken, was die Kameraden leisten müssen. Ja. Und ich sage eigentlich, man muss schon das Sportabzeichen in Bronze bestehen können. Und dann schafft man hier auch diese körperliche Schwerstarbeit. Also das, sage ich, ist ein guter Test, wenn ich sage, okay, ich möchte einfach mal gucken, ist meine Fitness vorhanden? Und wenn ich sage, ja, ich schaffe ein Sportabzeichen locker, dann ist es auch hier möglich, diese körperliche Belastung auch zu erzielen. Und wohlgemerkt, allgemeine Fitness ist immer gut für den Körper, egal ob ich jetzt in der Feuerwehr bin oder nicht. Ja, ja, ist schön. Ja, und also ein bisschen Radfahren oder vielleicht mal joggen bisschen, kann. Ein bisschen Radfahren und der dort eben halt sagt, dass er ein bisschen Angst davor hat, dann sollte er, da muss man nicht unbedingt zu einem Feuerwehrarzt gehen, also ein Arbeitsmediziner, der Allgemeinmediziner hilft einem dort auch zu sagen, mach mal das mehr, mach das unter Kontrolle. Tipp, ne? Ist das eben halt sehr gut, wenn ich sage, ich fange langsam an, ich möchte mich steigern. Und wenn ich dann der Meinung bin ich fit, dann kommen wir am Arbeitsmediziner nicht dran vorbei, denn der stellt auch fest, ob der Körper auch gesundheitlich so weit okay, dass es keinen Schaden nimmt. Das ist keine Strafe für die Feuerwehrleute, sondern das ist eine Fürsorgepflicht, die hier die Kommune betreibt, um eben halt den Feuerwehrmann vor sich selber zu schützen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Eine arbeitsmedizinische Untersuchung B26.3, das heißt also, das Tragen von schwerem Atemschutz ist erlaubt. Ja, okay. Das ist ganz, ganz wichtig. Weißt du übrigens, ich sehe es auf den Einsätzen, dass eben mal schnell, wenn es groß qualmt, Moorbrände oder so, Leute mit Filtergeräten, also das heißt nicht mit der Flasche, sondern nur mit diesem Schraubfilter, ja. Dazu braucht man was? G26.3 natürlich kann man auch mitmachen, aber mit G26.2? Das oder? Wäre dann die 2, aber da die Feuerwehr eben halt 3 ausbildet und auch die Befähigung nach 3 ist, ist das macht dann automatisch ja. Mit Filter okay. Dort mit drinne. Filter immer dort angewandt, wo wir dann ausreichend Sauerstoff zur Verfügung haben. Also im Freien. Im Freien, hauptsächlich Nachlöscharbeiten im Freien. Oder also nicht, eben halt auch Moorbrände, wo wir dann sagen, okay, da ist ausreichend Sauerstoff und die Einsatzzeit ist halt mit einem Filter wesentlich länger. Ne? Also man muss eine Atmosphäre haben, wo halt Sauerstoff drin ist. Also das heißt nicht im Innenangriff, da kann es mal ausgehen oder im Weltraum sollte, reicht das auch nicht. Nein, also Weltraum, so weit waren wir noch nicht. Okay, ja. Nee, aber Uwe, schönen Dank. Also Ich bin begeistert. Schon wieder was gelernt, so ein paar Kleinigkeiten und sehr ordentlich, sehr gepflegt hier alles. Echt schön. Schön, wie ihr es macht. Ja. Ne? Also deshalb, wenn ihr Fragen habt, auch an Uwe gerne vielleicht mal, wenn ihr Interesse habt, vielleicht natürlich. Mal ruhig mal kommentieren und die schauen sich das mal an. Und genau. Genau. Super. Und immer raus mit den Fragen. Beantworten können wir sie alle. Alles klar. Dann vielen Dank und bitteschön. Bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. So. Herrlich. So, danke dir. Super. Aufnahmen pausieren und aus dem Maus. Wir sind fertig.